heute begrüße ich bei uns den Kevin. Er ist ja schon seit längerer Zeit Teammitglied und hat jetzt eine eigene Doku gemacht mit dem Titel. Die Doku trägt den Titel Abseits. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Ich stelle ihm ein paar Fragen, dass das ganze Projekt einfach mal ein bisschen näher gebracht wird. Erklär doch mal, warum der Film Abseits heißt und wie du überhaupt auf die Idee kamst, jetzt eine Doku zu machen oder was dich genau dazu getrieben hat. Naja, also ganz einfach, da ich ja mit dir mal zusammen auf Tour war und du auch immer alle Touren gefilmt hast und mittlerweile auch den einen oder anderen Konzeptfilm Weg aus Eisen und nach oben produziert hast, bin ich damit so ein wenig in Berührung gekommen, habe gemerkt, das Ganze macht mir wirklich sehr Spaß und habe dann gedacht, ey, das machst du einfach auch mal. Habe mir dann auch eine Kamera gekauft. Ja, sehr amateurhafte Aufnahmen bis dahin gemacht und habe mir dann, als ich dann die Tour eben machen wollte in Säuling, überlegt, vielleicht machst du auch mal ein bisschen was mit Konzept. Wobei du ja jetzt keine spezielle Doku gedreht hast, habe ich das Gefühl, die jetzt spezifisch auf den Outdoor-Bereich oder Bergsportbereich abzielt, sondern auch ein bisschen auch so, ich sag mal, spirituelle oder, ja, kann man sagen, sozialkritische Hintergründe auch hat. Mhm. Ja, ich persönlich würde sagen, die Dokus ist auch eine, also Abseits ist auch eine sehr persönliche Sache für mich selbst. Ich beleuchte in dem Film jetzt eben, wie du selber sagst, nicht nur die Outdoor-Aktivität, sondern mir geht es darum, auszubrechen aus dem Ganzen. Daher rührt auch der Titel Abseits, eben weil ich abseits von dem Alltag bin, von dem, was mich jeden Tag umgibt. Und das ist zum Teil empfinde ich die ganze Sache ein bisschen als Stress, sage ich mal. Ich habe einen Beruf, in dem bin ich oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, wie auch in der Doku selbst dann erwähnt. Und es ist einfach eine stressige Sache und deswegen muss ich ab und zu mal raus in die Natur. Und ich kenne jetzt, muss zugeben, ich kenne nicht allzu viele Menschen, die vielleicht mit der Intention raus in die Natur gehen, aber ich persönlich, also für mich ist es immer ein Grund. Ich denke, weil das ist vielleicht nicht immer der Grund von vielen anderen. Okay. Ja, dass viele halt das Extreme suchen, aber du vielleicht eher von dem anderen Extrem, nämlich von dem Alltag, weg willst. Ja, so kann man das sehr gut ausdrücken. Okay. Du hast den Säuling schon erwähnt. Da haben wir ja auch eine gemeinsame Vorgeschichte, wie man aus den Aquan-Filmen oder aus der Aquan-Serie kennt. Was hat dich jetzt dazu bewegt, den Säuling zu wählen? Naja, das Ding ist, wir hatten den schon mal vor, konnten den leider nicht machen, weil der Weg eben leider nicht. Der Weg war leider gesperrt und daher haben wir uns ja doch umentschieden, wie man in der Aquan-Reihe sieht. Die ganze Sache lässt mir immer keine Ruhe und ich kann da nicht locker lassen. Wenn ich mir da was vorgenommen habe, dann will ich das Ganze auch beenden. Und naja, die ein oder andere Information haben wir uns ja dann bei dem Vorfeld schon herausgezogen gehabt, eben weil wir das schon mal geplant hatten, diese Tour. Und da hat sich die ganze Sache einfach auch angeboten, weil ich in der Nähe dann noch gearbeitet habe. Also, der Ausübungsort, das war temporär und weil ich dann eh in der Gegend war, wie gesagt, dachte ich mir, was machst du denn Säuling? Bei deiner Doku, wenn du jetzt auch sagst, dass du so ein bisschen auch ausbrechen wolltest, siehst du da den Fokus, ich habe gesagt, der Hauptdarsteller, bist du das? Ist das die Tour, der Berg oder ist das das Thema an sich, dass du raus aus dem Alltag willst? Was siehst du, wo ist das Hauptaugenmerk? Also ich habe versucht, den Schwerpunkt darauf zu legen, eben ja, was mir die Natur gibt im Gegensatz zu dem, in dem ich mich sonst bewege. Das bedeutet, in der Natur kann ich einfach wieder Kraft tanken, da fühle ich mich wohl und gut und kann mich ja regenerieren von dem ganzen Stress im Alltag. Und ich finde, ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt teilweise, ist ja auch meine erste Doku, muss ich dazu sagen. Aber vorher hatte ich auf jeden Fall eben das Hauptmerkmal darauf zu legen, wie heilsam die Natur für mich ist. Wie sah deine Vorbereitung aus? Hast du jetzt im Vorfeld, hast du ein Skript geschrieben? Hast du dir gewisse Konzeptsachen aufgeschrieben? Ein Ablauf oder schon mal auch ein Exposé vom Film an sich? Okay, ich fange an mit zu Hause, dann wie ich hinfahre, die Anfahrt, das alles. Oder hast du mehr oder weniger ein paar Gedanken im Kopf gehabt und hast dich dann aber doch vor Ort inspirieren lassen? Wie lief das ab bei dir? Also Vorbereitung. Was die Vorbereitung anbelangt, sage ich mal, habe ich nicht allzu viel gemacht.
Ich habe mir im Vorfeld überlegt, welche Aufnahmen ich so ungefähr haben möchte. Zum Beispiel die Anreise oder als ich dann das Zimmer betrete, das Hotelzimmer. Aber auf der Tour selbst habe ich eigentlich keinen Plan gehabt. Ich dachte mir einfach, ich versuche so viel wie möglich immer einzufangen. Und was die Perspektiven anbelangt, das habe ich auch ziemlich spontan gemacht, habe mir die Umgebung angeschaut. Und zum Beispiel diese eine Szene, das ist noch ganz am Morgen, es ist noch dunkel und der Weg macht so eine Kuppe. Mhm. Und das habe ich auch nur live gesehen sozusagen, mir überlegt, hey, das und das könnte cool ausschauen und habe es dann einfach so praktiziert. Ne? Das ist die Szene, wo ich mit der Taschenlampe immer näher komme, wo ich dann auch über die Kuppe sozusagen komme, mhm, und dann an der Kamera vorbeilaufe. Das sind alles so spontane Ideen, die ich dann auf der Tour selbst hatte. So ein bisschen Konzept hatte ich schon, aber letztendlich viel, viel spontan. Hast du dann viel Material gehabt, was du nachher verwerfen musstest? Hast du schon recht zielorientiert gefilmt? Ich würde schon sagen zielorientiert, aber eher zufällig. Mhm. Okay. Also jetzt nicht aufgrund von einer ganz gründlichen Konzeptarbeit, sondern es hat sich einfach so gut ergeben. Können wir dann einen Extended Cut erwarten? Oder nicht, der dann nein, ein Jahr später rauskommt. Nur für meine Angehörigen zu Hause. Genau, und für mich. Ja. Kannst du die Reize von Solotour und wenn du jetzt jemanden dabei hast, was auf der einen Seite den Reiz ausmacht, auf der anderen Seite das wieder reizvoll macht? Ja, ist für mich eigentlich ganz einfach. Wenn man alleine unterwegs ist, kann man alles ganz intensiv spüren, mhm, ganz intensiv wahrnehmen. Und zwar jede Kleinigkeit, jedes Detail, das die Natur zu bieten hat. Zum Beispiel das Rascheln von Blättern. Oder auch allein wenn ein Vogel lang fliegt, klingt vielleicht jetzt ein bisschen banal oder langweilig, aber mit einem gewissen Blick, wenn man ein Auge dafür hat, kann das einen selbst auch sehr begeistern. Mhm. Und ja, man kann die ganze Sache einfach extrem intensiv erleben. Wenn man zusammen unterwegs ist, haben wir den Vorteil, dass man das alles, was man erlebt, teilen kann. Was natürlich auch sehr schön ist. Mhm. Beides schön auf jeden Fall, das ist schwierig zu sagen. Man muss, glaube ich, alles mal erlebt haben. Hat aber beides seine eigenen Reize. Hast du jetzt, wenn du allein unterwegs bist, hörst du da viel Musik über Kopfhörer oder lässt du eher dann die Umgebung auf dich wirken und die Impressionen, die du so während der Tour aufnimmst? Ja, ich sag mal so, Ziel ist es ja, aus meinem Alltag auszubrechen. Und in meinem Alltag ist Musik einfach ein wesentlicher Bestandteil. Ich höre fast immer Musik, auch weil ich viel unterwegs bin, was meinen Beruf anbelangt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bin da oft alleine unterwegs und höre immer Musik eigentlich. Mhm. Daher, aus so Touren möchte ich dann wirklich die ganze Umgebung möglichst aufsaugen, so viel wie nur geht. Und dazu gehört dann auch, dass ich natürlich auditive Reize aufnehme. Mhm. Ist bei mir ja anders, sag ich mal, ne? Ja. Weil ich ja so im Alltag wenig Musik höre oder wenig dazu komme, Musik zu hören, nutze ich halt echt mal Wanderungen dann dafür, intensiv Musik zu hören, weil ich ansonsten das gar nicht richtig genießen kann, sag ich mal. Auch bei Biketouren, wenn ich mal also ernsthaft jetzt? Wenn ich allein unterwegs bin? Bei richtigen Biketouren. Also bei einer Steinwanderung, ja, verstehe ich. Die kennt man, die Tour, aber wenn man da wirklich was Neues erlebt und so, dann auch? Unterschiedlich. Also bei Klettersteigen oder so, wo man sich auch konzentrieren muss, sage ich mal, da natürlich nicht. Okay. Da musst du ja auch ein bisschen das Gehör dafür haben, was passiert um dich rum. Mhm. Wenn es jetzt Zustiege sind, sage ich mal. Mhm. Aber wie du schon sagst, das ist eigentlich ein guter Punkt, es ist doch vermehrt auf Wegen, die einem vertraut sind. Mhm. Weil wenn du irgendwo neu bist, dann allein schon so vom Überlebensmechanismus her, sage ich mal, willst du auch noch gucken und mithören, was passiert denn um dich rum. Mhm. Wenn es jetzt eine Tour wäre, wie zum Beispiel... Das ist wie beim Einparken, dass man da die Musik leise macht, obwohl man, genau, man was sieht. Genau, genau. Oder wenn man in der Stadt rumfährt und hat sich verfahren, das Navi hat einen irgendwo hingelost und du machst die Musik leiser, obwohl es ja an der Situation nichts ändert. Mhm. Mhm. Ja. was für Ziele hast du noch für die Zukunft? Touren oder Ausflüge oder irgendwo, wo du gerne hin willst und aber auch künstlerisch, so, ob das jetzt mit Film oder Musik zu tun hat? Mhm. Naja, ich persönlich versuche mich in Reggae-Musik, bin dabei jetzt ein Album zu machen, aber keine Ahnung, wie lange es noch dauert, also ich habe da zwar schon ein bisschen was, aber ich will da nichts offiziell ankündigen und ähnlich, mal schauen. Und ja, in Bezug auf Filme, jetzt steht da erstmal das große Projekt 2016 an, der Hohe Göll. Ich will mich hauptsächlich erstmal damit drauf konzentrieren und meine Unterstützung anbieten. Okay, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal drüber reden konnten. Und sobald wir Neuigkeiten haben, wann der Film denn wirklich bei uns dann erscheint und
wie es dann weitergeht, erfahrt ihr es natürlich hier auf dem Kanal oder auf der Facebook-Seite. Und dann sagen wir soweit schon mal ciao und wir melden uns. Bis dann. Dahin.